Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Star Trek Online. Yeah! Es geht weiter. Neben mir der hässliche Huxscope. Mit seinen Ohrläppchen. Hallöchen! Und der Onkel. Ja, hallihallo, hallöchen. Gamer schicke Pio. Ah, doch, na, so hässlich ist er ja gar nicht. Ich meine, wenn du rennst, hast du wahrscheinlich Windwiderstand, oder? Der fliegt dann. Ja, liebe Freunde, und ich muss mich mal bedanken bei diesem netten Menschen, der immer bei Hardscope unten in die Kommentare postet. Der Ralf. Genau, der gibt nämlich immer so geniale Tipps, und jetzt habe ich mal das ausprobiert, und zwar, wenn ich jetzt hier den B-Knopf drücke, dann bin ich hier in so einem Shooter-Modus, und so lässt sich dieses Spiel doch viel angenehmer zocken. Alter, ich bin jetzt auch in diesem Third-Person-Shooter, Alter, jetzt muss ich nur... Genial, Mann. Jetzt habe ich gerade statt WE gedrückt, und ich wundere mich, warum... Viel geiler, man kann hier staven oder starven, ich weiß nicht, wie man das jetzt schimpft. Und sau geil, Alter. Yay. Mega krass. Ja, wir sind letzten Part sind wir hier gelandet. Wir hatten gegen eine Armee Borg-Kürbisse gekämpft. Wir haben sie alle besiegt. Oder sagen wir haben Erfahrung gesammelt. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf diesem geilen Raumdock der Erde. Hier steht so, Welcome to the Earth Space Dog. Onkel rennt schon weg. Ja, der Onkel ist schon gierig. Ja, wie lange wollt ihr denn noch an dem Punkt stehen bleiben? Ja, ich komme noch schon. Müssen wir den nicht fragen hier? Ach, den haben wir doch schon. Nee, wir müssen, treffen Sie sich mit Admiral Quinn. Es geht schon wieder los. Leckt es bei mir oder sprichst du so komisch? Was war das? Er leckt so komisch. Achtung, hier blinkt ein Computer. Komm, wir gehen mal dran. Hier ist Ding. Was? Auf Post zugreifen. Ah, ich habe Liebespost bekommen. Star Trek Online, seien Sie gegrüßt. Okay, einmal durchswitchen. Löschen, okay. Nee, keine Ahnung. Ich hab hier weggedrückt. Können wir uns unsere heimlichen Liebesbriefe schreiben, Rivano. Oh, genau, schick dir nachher welche. Okay, ich werde schick dir nachher welche. Ich werde jetzt mal diesen Commander Gray ansprechen. Pilsa. Hey, ist der hier? Der Braune. Ach nee, ich will auch. Hey, den müssen wir aber doch gar nicht anreden. Doch, nee, wir müssen den. Da ist ein Ausrufezeichen drüber. Nein, hier, Admiral Quinn. Hier ist er. Ja, aber das ist ein Ausrufezeichen. Ja, aber Ausrufezeichen sind Infos. Ja, aber hier müssen wir hin, Onkel. Okay, Admiral Quinn, ansprechen. Arrow, der heißt eigentlich Arrow. Okay, Grußleutnant, ich habe neue Befehle für Sie. PVB-Diplomatie der neutralen das Grüne Zone. Nehmen wir. Admiral Sir Onkel meldet sich wie bestohlen. oder Alter. Beenden. Was ist denn PVP-Diplomatie? Ich muss lesen. PVP ist Player-First-Player. Ja, das weiß ich, was das ist. Ja, wir haben eine Menge zu besprechen, Kadett Rivano. Ich habe jetzt das zweite gemacht, naja. Ich gut. Auch. Dann war es ist dran. Leutnant Sir. Du bist dran. Oh, viel Spaß beim Lesen. Oh, Mann. Ja, ich sehe das hier im Bericht von Captain Volok. Er hat sie befördert und ihnen das Kommando über die verbleibende Besatzung ihres Schiffes gegeben. Als Kadett waren sie für einen Trainingskurs. Der Akademie vorgesehen, unter dem Befehl von Captain Mask Target. Richtig. Selbstvertretender erster Offizier. Ja, Sir, das ist richtig. Oh, die Special-Effekte habe ich schon vermisst. Ja, Sir, das ist richtig. Hast du irgendwie so, jetzt will ich es noch sagen mit einem Fragezeichen. Onkel, du hast aber auch einen dicken Text. Viel Spaß. Das ist deiner. Nach ihm bist du dran. Nee, ich hab gerade einen vorgelesen. Du bist Onkel. Nein, ja, Alter. Ich hab so alt bist du doch gar nicht. Aber echt? Nein, der hat vorgelesen. Ich habe die. Was? Ich habe die Berichte gelesen. Kämpfe gegen klingonische Rider und einer Borg-Invasion. Invasionsstreit macht. Nur kurz nach dem Verlassen der Sternflottenakademie. Sehr ungewöhnlich. Entschuldigung, sagen Sie mir, was da draußen vorgefallen ist. Erklären Sie Admiral Quinn, was passiert ist. Das ist eine nette Geschichte. Und ich bekomme wieder voll das lange. Anstrengend, ja, hoffentlich. Keine Sorge, ich hab hier Berichte von Captain Volok, Jim und Villa Post. Hä? Ey, ihr könnt, normalerweise ist nach mir Hardscope dran. Normalerweise ist es dein Text, Herr Rivano, aber okay. Egal. Nein, erst du, dann ich und dann der Hardscope. Ach, oh Gott. Von der Vega-Kolonie, die sich mit ihrer Geschichte denken.
Alle drei erzählen von ihrem Mut und ihren Fähigkeiten und von ihrem Willen, sich selbst in eine Gefahr, in Gefahr zu bringen, um das Leben anderer zu retten. Ich bin ein Sternflottenoffizier, Sir. So etwas steht in der Jobbeschreibung. Ah, alles klar. Ich bin ein Sternflottenoffizier. Alter. Oh Mann. So, so haben wir uns alle beworben, hä? Hallo. Ja, Onkel, du bist, worauf ey, jetzt ist auch mal gut, liest du auch immer Alter, der Onkel ist fertig mit der Welt, oder? Achso, du hast ja wieder den kurzen Text gehabt, das ist ja... und sie sind genau der Typ Offizier, den die Sternflotte braucht. Deswegen, ich komme da durcheinander, wenn wir jetzt auf einmal eine andere Reihenfolge machen. Ich das weiß, ist dieselbe dass, wie nein, immer. Nein, ich weiß... Oh, guck doch die anderen Parts. Ja, ich weiß, dass ihr Schiff nicht gerade eine Enterprise ist, aber ich denke, dass sie sich für den Posten als Captain bewiesen haben. Sir? Unter normalen Umständen würden sie Jahre brauchen, um ihr eigenes Kommando zu erhalten, aber dies sind keine normalen Umstände. Wir sind im Krieg mit dem Klingonischen Reich. Die Borg sind zurück, ich verliere mehr Offiziere und Schiffe, als ich entbehren kann. Schiffe können ersetzt werden. Aber Captains mit Mut und Ehre, Pünktchen, diese sind schwer zu finden. Du hast den Punkt vergessen. Alter, Punkt. Fortfahren. Punkt. Es ist Zeit, Komma, etwas anderes zu versuchen. Punkt. Ich brauche jemanden, der eine Krise bewältigt und seine Crew zu Höchstleistungen anspornen kann. Auch wenn sie jung sind, könnten sie diese Person sein. Ich befördere sie hiermit zum Leutnant und gebe ihnen das Kommando für die USS Hardscope HD. Rivanos! Enttäuschen Sie mich nicht. Nein, Sir, ich erwarte Ihren nächsten Befehl. Was wird nun aus Weka werden? Nein, aber ich bedauere den Verlust von Captain Targart. Machen das Erste, oder? Ja. Ich will Befehle haben. Oh, Onkel, viel Spaß. Willkommen viel Spaß. Am Raumdock der Erde. Sie werden zur Klingonischen Front entsandt. Doch zunächst könnten Sie weitere Ausrüstung für Pimmelkuppe, Rivanos und wie hieß das andere nochmal? Hardscope HD. Ich habe einige vom... Alter, rede mir nicht dazwischen. Ich habe einige vom Ingenieur kurz der Sternflotte entwickelte, verbesserte Konsolen. Oh, geil, eine PS5. Diese PS5 können auf ihrem Schiff angebracht werden, um dessen Fähigkeiten zu erweitern. Yeah, 4K, Alter. Wenn sie einen höheren Rang erreichen, erhalten sie bessere Konsolen, PS5. Andere Schiffe, die sie im Laufe ihrer Karriere kommandieren werden, werden Platz für viel mehr haben. Suchen sie sich eine Konsole als Belohnung aus. Oh, wenn sie hier fertig sind, gehen sie zu Dirtzrax, oh du Scheiße, um ihr Schiff auf den Bedürfnissen anpassen zu lassen. Puff, weiter. Alter, Scheiße, jetzt habe ich schon weiter gedrückt. Ja, ich lese kurz vor. Erfahrung, Expertise, kostenlose Raumschiffmodifizierung, Phaser, Strahlenbank, MK2 Damage, Konsole, Taktik und Batteriepaket und weiter. Weiter. Big Glück, Leutnant. Big Glück, Leutnant. Und jo. Wir nehmen natürlich, also PvP können wir machen, aber das ist Quatsch jetzt. Können wir erstmal ganz Weltraum kurz, gestrandet? Wollen wir nicht erstmal beenden machen und die Fertigkeiten? Ach nee, können wir ja jetzt noch machen, warte, wir machen da. Ja, im Weltraum gestrandet anklingen. Nein, oh, erstmal Fertigkeiten. So. Erstmal Fertigkeiten. Hast du schon gedrückt? Ja, hört ihr mir überhaupt zu? Nein! Mein Gott, dann viel Spaß beim Lesen. Nee, dann warten wir noch, ich gehe auch kurz ich auf Fähigkeiten. Gelesen. Achso, na was denn nur? Ah! Okay, ja, seid also ihr jetzt da, wo ich auch bin, oder? Hey, jetzt haben die auf einmal wieder unten dieses Streifen gemacht. Alter, wir kriegen noch mehr Belohnung. Ja. Achso, nein, die müssen wir erst. Im Weltraum gestrandet. Betreff. Leutnant, ich habe einen Bericht erhalten. Lies dir das doch vor, ich krieg da eine Macke. Ja, lass ihn mal lesen. Lass ihn einfach lesen. Oh Mann! Ja, mach mal jetzt, ich warte ganz gespannt. Ich habe einen Bericht erhalten, der besagt, dass eine bolianische Frachter gibt, der längst am Raumdock der Erde hätte ankommen müssen. Vielleicht braucht er Hilfe. Bitte retten Sie Melkholm. Ah ja. Sissel. Melkholm Sissel in der
in der Schiffswehr. Er hat. Schüsse. Ey, Mann, hör doch mal auf, immer dazwischen zu quatschen, Junge. Ich mach doch gar nichts. Er hat Schüssel gesagt, das war lustig. Er hat mehr Informationen über das vermisste Schiff als ich. Sprechen Sie mit Malcolm in der Schiffswerft über den verschwundenen Frachter. Sie erhalten folgende Belohnung: 600 Erfahrung, 900 Expertise. 384 Lithium-Erz. Die Lithium-Erz. Du machst es so kaputt. Sprechen wir nach. Die Lithium-Erz. Der Lithium? Die Lithium-Erz. Die Lithium-Erz. Persönlicher Azura Kommandocode. Energie. Dämpfer, Panzer MK2. Ich habe mir bekommen, halt zur Sache akzeptieren. Viel Glück, Neuland. Viel Glück, Neuland. Neuland. Im Weltraum gestrandet ist in Arbeit, beenden drücken. Alles klar. Sind wir nicht weg? Jetzt können, ist doch Ende. Das ist das gleiche nochmal. So, jetzt Fähigkeiten kaufen. Und da haben wir was. Da gibt es wieder unten einen Streifen. Fähigkeiten kaufen. Erhöhe Raum. Ihre Effektivität in Raum- und Bodenkämpfe. Verteile. Ja, klicken Sie bitte auf Raum. Wenn du auf Raum, dann hast du unten, hast du hier so noch einen neuen Baum wieder. Den habe ich jetzt natürlich die Erklärung weggedrückt, das müsstest du schon mal vorlesen, das wäre nett. Ich habe es ja auch gerade weggedrückt. Ja. Fähigkeiten neu verteilen. Wissenschaft, okay. Taktik. Nee, neu verteilen will ich gar nicht. Widerstand gegen Subsystemenergie, was? Was haben wir denn hier schon wieder? Ey, warte mal, wir haben doch jetzt eigentlich so neue Sachen bekommen. Ja, wir haben Schiff und so. Einen Raumpunkt haben wir offen, den wir einsetzen. Aber wir haben ja jetzt unten wieder so einen neuen Streifen. Was ist das denn wieder? Was für einen neuen Streifen? Na, hier unten, unter dem Baum ist unten ein Teil. Ist unten. Ach so, okay, das ist bei mir bloß aufgeklappt. Du kannst hier Pfeil drücken, dann. Das hat mich jetzt total irritiert. Wie? Was unten meinst du denn jetzt? Wenn du den Baum, wenn du unten am Bildschirm ran, wo der Baum zu Ende ist, ne? Da hast du doch links so einen kleinen Pfeil neben verteilt. Null, verteilt, null. Fähigkeit neu verteilt und kaufen. Na, ja, da links ach so, daneben, du da meinst, ist so ein Pfeil. Da geht, so eine Tabelle auf. Und die hat mich jetzt total irritiert. Ja, das ist die Übersicht, wo du was verteilt hast. Genau. Ja, und das hat mich gerade irritiert. Und alles gut. Alles gut. So, da kann ich verbesserte Hüllenwiederherstellung oder ich mache Hüllenkapazität. Diese für den maximalen Hüllentreffer, ja, das nehme ich. Ich bin ja ein Tank, also kaufe ich mir das. Also ich werde mir entweder Schildwiederherstellung oder Schildkapazität machen, weil das ich habe ja gemerkt, wie ordentlich das abgeht, wenn die Borgs angreifen. Alter, das stimmt. Geht gut ab, die Jungs. Achso, ihr könnt auch mal I drücken, ihr habt jede Menge neue Raumschiffteile. Ihr könnt da gleich mal vergleichen. Das ist dann ungefähr wie bei Diablo. Man hält die Maus drauf und sieht, was besser wird. Glaube ich mal Schildwiederherstellung. Oder? Bin ich jetzt doch, man sieht's, sag ich doch. Ja, an dem Schiff haben wir aber nichts, ne? Boden? Haben wir irgendwas am Boden noch? Konsole? Doch, nee, du hast eine taktische Konsole hast du da unten. Die kannst du einfach doppelklick drauf machen. Plus, doch, die hat jeder bekommen. Ja, ich bin aber was? Hier so. Gerade woanders gewesen. So, jetzt muss ich mal aktuelle. Was hast du für eine taktische Konsole? Was? Wo? Die, wenn du I drückst, hast du in deinem Inventar eine taktische Konsole. So. Die kannst du einfach mit Doppelklick einfügen. Taktische Konsole? Wie ging denn jetzt nochmal? Ach Mann, wie ging denn jetzt nochmal mein Dings? Wo ist denn eine taktische Konsole? Wo kommt die denn hin? Doch, die taktische, die kannst du auch reinmachen. Und das ist die Bordkanone, ne? Die tun wir auch mal umändern. Aber guck mal, jetzt kann man doch hier auch verkaufen, oder? Kannst du auch, ja. Wie kannst du das machen? Du klickst die an und dann gehst du auf Replikat. Ne, wo kannst du verkaufen? Wahrscheinlich nur im Shop, ne? Wollte ich jetzt hier gerade nicht so richtig, Recyceln würde ich gerne das hier. Ich habe jetzt hier diese aktuelle Waffe hat bei mir. Oh, die ist besser. Revanus. Die hat eins, ne, die ist schlechter. Und das sind Teile, okay. Gut, dann lasse ich kann das. Kann ich die jetzt verkaufen? Dazu musst du in einem Shop gehen. Ach so.
Ah, das hast du gemeint. Boah, das sieht mega geil aus, wenn ihr mal rausguckt. Die Raumschiffe fliegen hier um die Basis herum. Ja, natürlich. Ich gucke mir jetzt sowieso die Raumschiffe wunderschön an. Ich habe hier so, gerade wieder so ein... Habt ihr die Schildbatterie auch ausgerüstet? Schildbatterie? Also ich habe eine Schildbatterie bekommen. Die kannst du bei Geräten ja anfügen. Ja, genau. Die kannst du dann, das sind solche Art, ja, und auch die Waffenbatterie. Stimpaks. Stimpaks zum Beispiel, aber halt nur, das Raumschiff halt, ne? Hab ich okay, aber. Gut. Ich hab du kannst aber erst im Raumschiff aus Dingsen, ne? Ja, bei Geräte kommen die rein, ne? Ja. Hab ich drin. Was? Ach, ja, hier. Die Hilfsbatterie und Schildbatterie. Alter, schaut das geil aus. Mhm. Ich hab voll die krassen Sachen jetzt fürs Raumschiff, ja, und das sieht echt übel aus, ne? Ja, jetzt haben wir ganz viele Ausrufezeichen, natürlich ist hier alles erklärt und alles, jetzt gibt's natürlich voll viele Sachen, es gibt einen Shop hier, einen Händler mit Sicherheitsoffizieren, man hat natürlich auch 1000 Nebenmissionen, ist halt ziemlich groß und ziemlich riesig, jetzt müssen wir uns halt überlegen, was wir machen. Und jetzt möchte ich erstmal ganz kurz hier mir mein Zeug machen, Junge. Ja, ich red doch nur nochmal, mach doch mal dein Zeug weiter, ich kann auch weiter in der Zeit erzählen. Weil wir haben jetzt natürlich auch globales Ereignis, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt Aufträge für Dienstoffiziere, kriegen wir dann natürlich Bonuserfahrung. Das ist jetzt gerade so, ja, so ein Event, ist das. Alter. Unter der Karte. Ich bin, kann da nicht hingucken, wenn ich in meinem Inventar rum bin. Kann ich nicht hingucken, Mann. Klar, unter der großen Karte, da wird's angezeigt. Wenn ich aber jetzt gerade noch mein Inventar mache, kann ich jetzt gerade nicht da hingucken. Direkt über dein, ja, du siehst Alter. Aber da globales Ereignis, das steht da. Da musst du auch nicht viel gucken, das steht einfach da. Das ey, der hat einen Schwanz. Ich weiß nicht, was hier besser ist. Hast du wohl keinen? Oh, Mann, nicht, der kommt nicht hinten raus. Was war das hier nicht Post oder was? Ja, auf Post zugreifen, genau. Das ist doch das hier eigentlich mal besser, oder? Ich blick hier nicht so richtig durch. Captain Zulu sprechen, cool. Sogar die Originalnamen noch. Mega übel. Commander Bolt. Dann ist die aber besser hier, oder? Was ist das? Ist auch Post? Hm. So, ja, okay, was hast du jetzt, was wolltest du jetzt von mir nochmal? Jetzt kann ich dir zuhören mit deinem Stück. Ja, da ist das global, da kannst du einlagern. Ja, Sachen reintun, ne, die man nicht mehr braucht. Die kriegst du dann überall, wenn du bei Station bist. Brauchst du aber jetzt nicht. Okay, liebe Freunde, jetzt würde ich sagen... Ist hier ein Laden? Nö, das ist ja ganz so gar nichts. Verkaufen, Mann. Nee, hier ist doch kein Laden. Da müssen wir halt gucken. Dann erklärst du doch mal bitte, was du meintest. Du hast es Hardscope erklärt, ich sagte die ganze Zeit, ich kann dir gerade nicht zuhören. Ich hab nichts erklärt, ich hab nur gesagt, dass da oben ein globales Ereignis ist, dass wenn man hier zum Beispiel Dienstoffiziere, Missionen abschließt, dass man da Bonuserfahrung kriegt. Ist halt so ein Event. Steht doch da, unter der großen Karte, globales Ereignis. Bonuserfahrung. Woche. Die ganze Woche gibt's halt Bonus. Haben wir aber eigentlich noch nichts mit zu tun. Okay, jetzt können wir mal hier mit dem Botschafter so quatschen. Dort. Einfach mal so mit Botschafter. Ja. Okay. Yes, ich hab mal angesprochen. Alter, wer war dran? Ich war als letztes. Dann ist der Onkel dran. Viel Spaß. Ich komm nicht mehr klar. Okay. Grußleutnant, ich bin Botschafter Dingsbums und ich bin das Verbindungsmitglied zwischen dem diplomatischen Korps der Föderation und der Sternenflotte. Der Flottensterne. Ich kann Ihnen spezielle diplomatische Aufträge anbieten, sobald Sie im diplomatischen Korps der Föderation den Rang des Gesandten, den Gesandtschaftsbeamten erreicht haben. Der zum Glück habe ich nicht, Gemeinschaftsbeamten gelesen. der schnellste Weg, diesen Rang zu erreichen, ist es, sich an Aufträgen politischer Relevanz zu beteiligen. Ich habe von einem Vorfall gehört, der eine nähere Untersuchung in Selles System bedarf, das sich in dem Sektor desselben Namens befindet. Weiter. Ich werde Sie bezüglich diplomatischer Missionen kontaktieren, die sich von Zeit zu Zeit ergeben. Ach du Scheiße, das hat er 1 Million Erklärungen. Erzählen Sie mir von der... Aber da können wir nichts annehmen, ne? Was? Wie fange ich die diplomatischen Korps an? Das sind wahrscheinlich... Ja, das wird wahrscheinlich so zu erklären sein. Ihr kennt ja bestimmt Elder Scrolls oder so. Da gab es ja die Diebesgilde, die Rittergilde. Das wird da irgendwie so eine Gilde sein, wo man dann halt für die Mission machen kann. Ich denke mal, da haben wir vielleicht jetzt da nichts mit zu tun. Da müssen wir erstmal ein bisschen besser werden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier erstmal raus, ne? Oder wollt ihr das jetzt alles, weil dann wird das hier so ein Quatsch. Ich bin jetzt rausgegangen. Ich muss offen und ehrlich gestehen, ich habe zu spät meinen Timer eingestellt. Wir sind jetzt laut Timer bei 14 Minuten, aber ich glaube, wir müssen nochmal 5 Minuten draufrechnen. Dann sind wir jetzt bei circa 20 Minuten. Okay.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Ende, oder? Jo. Warten wir noch 2 Minuten. Suchen wir uns ein schönes Plätzchen aus, kommen hier mitten ans Fenster. Ich begreife das hier nicht. Wir rennen hier die ganze Zeit in der Basis rum und sagen immer, wir sprechen den an und dann brechen wir wieder ab. Das haben wir hier vorne mit dem gemacht, das haben wir mit dem gemacht, wir brechen alles ab hier. Wir brechen einfach alles. Ja, wir haben doch geredet. Guck mal, hier steht ein Tiger. Was? Tiger? Wo ist ein Tiger? Ein Tiger. Ja. Wo ist ein Tiger? Was hat denn der von Kuh? Kuh, was ist Kuh? Quest oder was? Kuh ist Quest, ja. Ja, dann lass uns die Quest noch annehmen. Mit Fenrich Katze reden. Dann lass doch hier den nächsten Part damit anfangen mit der Quest. Tutorial-Menüs sind das. Tutorial-Mission. Medizinische Behandlung, Kleider wechseln. Der erklärt halt alles, wie das hier funktioniert auf dem Raumhafen. Na, und da kriegt man doch bestimmt auch wieder Erfahrungspunkte, wenn man das alles macht. Ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall dieses Quest-Symbol dran. Gut, dann beende ich mal den Part. Ja, liebe Freunde, das war's doch für heute. Ihr seht schon jede Menge Zeug, aber das wird natürlich, das ist ein riesiges Spiel, aber wir werden natürlich so versuchen, alles irgendwie einzupacken und euch alles zu zeigen. Schaut auf jeden Fall mal bei Gamercheck LP auf dem Kanal, natürlich auch bei Hardscope HD und bei mir Revano LP, und es geht spannend weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Revano, and ciao. Tschüss. Tschüss.